kein Sieger feststehend. So, wir haben jetzt die Pick-and-Bun-Phase. Starten mit dem Elise-Bun bei FlyQuest. Auf der anderen Seite der Zack. Auch der Maokai-Bun. Der ist jetzt neu, im Übrigen, der Maokai-Bun. Wir haben im letzten Best of 3 gesehen. Und auch gestern schon, wie hoch diese Priorität auf einem Maokai liegt. Caitlyn ist aktuell noch offen, sollte aber jetzt gebannt werden. Das ist auch der Fall. Und nur mit Shogard First Pick für FlyQuest. Das war zu erwarten. Mordes sichert sich dafür Kalista. Man könnte natürlich auf Kalista Alistar gehen. Man entscheidet sich jetzt noch für Rumble. Ist natürlich noch die Frage, ob Cho'Gath auf die Midlane gehen wird. Oder auf die Midlane gehe, sag ich schon. Auf die Toplane gehen wird oder in den Jungle gehen wird. Beides ist denkbar. Da ist ein Rumble gar kein so schlechter Pick und Rumble ist auch kein schlechter Blind-Pick. Allerdings sehen wir jetzt hier schon mit der Camille. Auch das ist theoretisch ein Flex-Pick. Also wir haben Camille auch schon als Support-Champion gesehen. Höchstwahrscheinlich allerdings wird es ein Cho'Gath Jungle und eine Camille Toplane, um diesen Rumble dann zu Tode zu ganken. Durchaus eine gute Antwort tatsächlich von FlyQuest. Also das muss man sagen. Elimination ja jemand, der taktisch mithilft mit seinem Notizbüchlein. Das hat er damals ja schon bei Cloud9 getan. Mordes mit dem Kennen-Pick. Sieht gerade nach Kalista und Kennen-Support aus. Hatten wir auch gestern schon gesehen, diese Kalista-Cannon-Kombo. Zuletzt in Season 5. Maul ist jetzt mit den Midlane-Buns. Corki und LeBlanc raus und auf der anderen Seite ein Stück weit ähnlich Lucian, wobei Jayce eher ein Bann für die Toplane ist. Steht natürlich eine geringe Chance, dass Rumble in den Jungle geht. Sowas hat man schon mal gesehen, allerdings wird das hier nicht der Fall sein. Immortals im Übrigen mit im ganz netten Gimmick. Gerade hat man es nur mal sehen können auf den Trikots. Outen sich damit so ein bisschen als Linkin Park Fans. An Betracht der doch tragischen Umstände. Immortals mit dem Talia-Bun. Mit dem Talia-Pick. Gott, es geht schon los bei mir. Mit dem Talia-Pick. Picken damit die Mitte blind. Um sich hier noch den Jungle vielleicht aufzuhalten. Wow, Twisted Fate für High. Einfach mal einen Twisted Fate. Da bin ich echt gespannt. Das sind so andere Picks als in dem Game zuvor. Jenna. So, die Mods jetzt mit Poppy. Wow, okay. Wird das Rumble Jungle und Poppy Toplane? Wird es Poppy Jungle und Rumble Toplane? Wird es Ken Toplane und Poppy Support? Nein, es wird Poppy Toplane, Rumble Jungle, so wie ich es gerade vorhin schon sagte.
tatsächlich kennen Support. Das haben wir gestern aber schon gesehen. So, und damit geht's also los. FlyQuest gegen Immortals. War lange nicht mehr in der Kluft. Na, das Ding ist, Patch 6.14 macht's möglich. Da sehen wir gerade einen massiven Metashift, der sich bei den Rift Rivals schon so ein bisschen angedeutet hat. Der Metashift geht halt in Richtung eher Hypercarries auf der einen Seite und aber auf der anderen Seite auch wieder ganz, ganz stark in Richtung Teamfight-Comps. Und vor allem Kalista kennen, das war was, was man Season 5 durchaus gespielt hat. Diesen kennen Support. Ich bin halt echt gespannt. Also Cho'Gath, Jungle, Camille top. Poppy ist ziemlich gut gegen Camille, ehrlich gesagt. Weil Poppy nicht nur in der Lage ist, diese andashende Camille mit ihrem W zu unterbrechen, sondern gleichzeitig kann Poppy mit ihrer Ultimate die Camille natürlich rausschleudern und damit die Camille-Ultimate aufheben. Insofern ist Poppy ein Counterpick zu Camille. Rumble Jungle ist etwas sehr Interessantes, was aber funktioniert. Also Rumble Jungle ist halt immer noch so eine häufige Randerscheinung, aber er hat halt gut Damage und den Einnehmer bringt er halt trotzdem für den Teamfall mit. Ich bin besonders gespannt auf den Twisted Fate. Das ist der einzige Pick, der mich hier wirklich überrascht. Twisted Fate gegen Talia. Was man auf jeden Fall feststellen kann, es ist definitiv eine Pick- und Bahn-Phase voller Mindgames quasi gewesen. Allerdings ist so ein Jenna-Pick hier gar nicht mal verkehrt, muss man sagen, weil wenn man überlegt, wie diese Kalista-Cannon-Kombo funktioniert, dann wird ein Cannon reingeschleudert ins gegnerische Team und will selber ulten und eine Jenna kann das halt super unterbinden mit ihrer Ultimate. Das heißt, wenn Jenna die R-Taste drückt, schleudert sie den Cannon im Zweifel zwar sofort raus und unterbindet diese Combo. Trotzdem hast du natürlich ganz klar die Lane Pressure, wie wir sehen. Also mit Cannon hast du. Das ist wie mit allen Damage-Supportern. Wenn du so einen Damage-Supporter hast, dann hast du Lane Pressure. Sei denn, der Gegner hat einen krasseren Damage-Supporter. Oh, schöne Combo von Pobeta gegen Hai. Der Stun noch von Hai durch. Pobeta mit Erläuterung dabei. Hai mit Ghost. Ich bin halt so gespannt auf diesen Twisted Fate. Was Ganks angeht, ist natürlich ein Rumble erst ab Level 6 wirklich interessant, sobald er halt den Einebner mitbringen kann. Ansonsten ist natürlich ein Rumble problematisch, weil er keinen Gap-Closer hat. Pobelta fängt sich einen Turmschuss ein. Knappe Kiste. Also hätte da ein Q oder so mehr getroffen, dann wäre es das gewesen. Moon allerdings auch zugegen, deswegen sich Pobelta jetzt zurückziehen muss. Smitty mit dem Flash an der Stelle. War ja auch sehr offensiv im Gegner-Jungle unterwegs.
Interessant ist natürlich auch dieser Dorans Ring-Start von Wild Turtle. Das sehen wir aber auf Jin in letzter Zeit eigentlich. Oder auf 7-14 sehen wir das schon standardmäßig jetzt auf Jin. Auch das ist ein Grund, warum wir sein Cannon-Pick hier nochmal besonders reinhaut. Mit Dorans Schild wäre Wild Turtle da sicherlich etwas sicherer aufgestellt gewesen. Früher Gangversuch jetzt schon von Moon. Lane aber auch zu weit reingepusht, als dass er da irgendwie in Erscheinung treten könnte. Er kriegt auch die Combo jedes Mal durch. Pobelta flasht schon raus von High. Beide Summoners. Und man sieht, Pobelta gewinnt ja eigentlich die Trades gerade gegen ihn. In Twisted Fate allerdings, den pickst du ja auch viel mehr für seine Ultimate, für seine globale Ultimate, für einen Split-Push. Da hat er seine Stärken. Und beim Twisted Fate, der ist halt Hit oder Miss. Ja, Twisted Fate hängt vieles davon ab, wie sein erster Gank ausgeht. Dann wird er natürlich hart reingepusht. Na, heiß. Verbesserung sehen wir hier. Macht auf jeden Fall mehr Damage pro Minute. Ist weniger CS nach 15 Minuten hinten, als er das vorher gewesen ist. Allerdings hat er damit auch, ist halt diese Damage durch Goldrate etwas schwächer geworden, weil er ja mit mehr CS auch mehr Gold zur Verfügung hat. Macht zwar auch mehr Damage, aber oh wow. Ist halt echt aufpassen hier gegen Pobelta. Twisted Fate verliert doch jede Lane. Ich habe ja auch nichts anderes behauptet. Nicht jede Lane. Aber deswegen sage ich ja, Twisted Fate pickst du halt für diese Ultimate, für diesen Split. So, Olle jetzt schon sehr, sehr früh mit Flash dran, Smitty unterwegs. Der hat noch kein Level 6, aber der hat Damage mit 3. Exhaust und auch Wild Turtle geflasht und gehealt. Lamination exhausted. Das heißt, man hat hier im Prinzip 2 Summoners gegen 3 getauscht. Und der Flash auf Wild Turtle sicherlich deutlich wertvoller als der auf Olle. Hier noch Platz zum Roam, da muss man natürlich aufpassen. Smitty allerdings da. Moon schon Level 6 und Gott, der Damage ging high. Und Pobelta holt sich einfach mal das First Blood. Damit hat man die Kontrolle über den Jungle. Smitty Level 6 mit dem Red Buff Steal. Auch das möglich, weil die Botlane Pressure hat von Immortals und deswegen ebenfalls mitrotieren kann. Und da sieht man, was machbar ist. Midlane hat Pressure, geht mit in den Jungle. Botlane hat Pressure, geht mit in den Jungle. Und dann hast du hier einfach die Kontrolle. Fehler von High hier gesehen durch den Ward. Pobelta, der hier sowieso die Trades gewinnt. Knallt ihn da einen vor den Latz. Und zack. Dann einfach mal mit dem Flash-Q weggebatzt. In A gibt es maximal einen Tank. Das würde ich so auch nicht sehen. Also das hier ist schon eine spezielle, interessante Combo. Wer gestern in der LCS gesehen hat, oder das Spiel zuvor mit TSM, da waren auch deutlich mehr Tanks vertreten. Auch deutlich mehr Frontline. In diesem Spiel ist es halt jetzt schon mal was Besonderes. Wobei wir natürlich jetzt mit Poppy auch einen Full Tank mit dabei haben. Hier gerade nochmal der Vergleich. KDA, Platz 2 Cody Sun. Letzter Platz für Wild Turtle. Die schlechteste KDA der NALCS.
Dafür, was Damage pro Minute angeht, vorne. Auf Platz 1. Können von mir aus die Statistik ruhig noch mal ein bisschen länger einblenden. FlyQuest trotzdem im Gold gleich auf, viel durch Farm. Natürlich muss man auch so ein bisschen die Twisted Fate Passive mit einkalkulieren. Auch die gibt dir Gold. Schöne Trade-Möglichkeit gesehen von Flame. Dadurch, dass Bolzer das Passiv-Schild einsammeln wollte. Thalia Ultimate. Man will hier auf Lamination gehen. Der flasht ebenso wie Moon. Schöner Einebner. Trifft hier alle drei. Und währenddessen Flame, der das Duell gegen Balls gewinnt. Poppy hier natürlich, man sieht es auch schon, als Camille-Counter. Und auch da der Solo-Kill von Flame gegen Balls. Ganz stark. Ja, als Camille eine Poppy-Ulten bringt natürlich auch nicht viel. Poppy ist erstens tanky. Was bringt dir das, da im Nahkampf zu sein? Zum anderen könnte sie dich halt jedes Mal aus der Ultimate schleudern, damit die Ultimate auflösen. Also Poppy hier als Counter-Pick mit dem W natürlich auch gegen die Dashes. Damit jetzt auch der Höllendrache für Immortals. Hier nochmal die Situation. Bekommt ihr ein Passivschild. Geht ran mit dem I, dann das Q. Ultimate und spielt das hier sehr, sehr gut aus. Ultimate von Lamination nützt nichts mit, mit dem nächsten Kill. 3-0 Immortals. Jetzt 1000 Gold vorne nach 11 Minuten. Plus Höllendrache ebenfalls einkassiert. Also das sieht aktuell relativ eindeutig aus. Ist aber noch nichts, was hier in trockenen Tüchern wäre. Gott, Pobelta trifft aber auch jede Combo gegen Hai. Der versucht mit der Ultimate wegzukommen, das gelingt ihm auch. Und das ist natürlich bitter, wenn Twisted Fate dann die Ultimate auch noch passiv einsetzt, dann verliert er quasi jede Berechtigung. Wenn du die Lane verlierst und deine Ultimate nicht um den Mann bringen kannst, dann bist du... Dann erfüllst du deine Rolle schlicht und ergreifend nicht. Flame tradet hier trotz vieler Vasallen, einfach nur weil er es kann. Er hat den Sonnenfeuerumhang schon. Dadurch jetzt Pressure auf der Midlane. Poppy ist einfach ziemlich stark mit Formel und Sunfire. Auch das ist richtig, allerdings ist Poppy, wie gesagt, einfach auch ein Counterpick zu Camille. Grund ist einfach, dass du halt ihr komplettes Kit quasi mit deinem Kit counterst. Halt echt so, wenn man drüber nachdenkt. Pobelta weiter gegen Hai. Holt hier einfach den Solo-Kill auch. Hai kann nichts machen. Kein Flash-Up, kein Ghost-Up. Und das ist natürlich dann auch ein Skill-Unterschied, wenn man hier gesolot wird. So, erstes Turmgold für Immortals jetzt mit Pobelta in der Midlane ausgerechnet, der jetzt auch nochmal weiter reinpusht. Dadurch fällt Hai hier weiter zurück. Wir sehen hier auf jeder Lane den Goldvorteil bei Immortals. Also ausnahmslos! Twitty jetzt! Flash sogar noch den Schild. Olle dazwischen, aber Wild Turtle bekommt trotzdem den Kill durch. Nicht ganz richtig abgedeckt davon, Olle. Axe mit die zu offensiv hier.
Ja, und währenddessen hat Flame natürlich dann easy life auf der Top-Lane. Stand hier halt im Ward. Das hat man dann sofort ausgenutzt und da ist halt schon eine Menge Damage drin mit Shogard und ja, dass hier die Ultimate trifft, Ole hätte da den Schuss theoretisch abfangen können, entschied sich dann aber selber offensiv zu gehen mit der Ultimate. Blue Buff Steel seitens Immortals, der eigene Blue Buff ist jetzt auch ab. Man sieht, Moon ist gerade nicht dort. Die Frage, ob man da den gegnerischen Blue Buff selber sichern kann, aber momentan sieht es halt so aus, als hätte Immortals hier alles fest im Griff. Backpot sogar nur von Bolts abgebrochen hier von Smitty, das ist bitter. Aber es wird der nächste Turm jetzt auf der Topside. Vasallenwelle reicht da dicke aus. Stärke der Einigkeit jetzt fertiggestellt von Bolts, aber das wird Flame egal sein. Da geht er erstmal Base und nochmal ordentlich shoppen. War lange schon nicht mehr Base. Das Problem natürlich auch, Immortals sind nicht nur 3000 Gold vorne, sondern mit dieser Combo hast du auch eine unglaublich gute Objektkontrolle. Also, ja, ich meine, auf der einen Seite hast du Kalista, die mit ihren Speeren natürlich besser ist als jedes Smite. Damit alleine hast du natürlich eine gute Objektkontrolle. Dazu hast du einen starken Fight am Pit. Ich meine, der Einebner, die kennen Ultimate, die Kalista Ultimate. Das sind gute Ultimates für einen Teamfight am Pit. Oh, jetzt ein Knock-Up, olé! Aber Kalista holt defensiv, verhindert auch, dass Oli flashen muss. Und auch die Talia Wall im Übrigen, stark am Pit, kann auch nochmal wegzonen. Ebenso wie die Poppy Ultimate. Also damit auch sehr viel Kontrolle am Pit von Immortals. So dass es halt schwierig wird. Man hat den Herald bekommen. Und mit diesem Vorsprung wird Immortals hier durchaus in der Lage sein, die Objekte auch alle einzukassieren. Ihr seht auch wenig Möglichkeiten gerade für FlyQuest. Also man muss halt... FlyQuest Comp ist nicht so stark im Teamfight wie die von Immortals. Bei weitem nicht. Was FlyQuest halt schauen muss, ist, dass sie mehr auf Catches gehen. Ja, die Choker-Ult ist halt auch sehr stark am Pit, aber die Kalista-Ult, wenn du als erstes am Pit bist, machst du, nicht die Kalista-Ult, aber mit den Kalista-Speeren kannst du natürlich noch mehr als 1000 Damage machen. Also du kannst es halt nochmal etwas kontrollierter als Choker spielen. Musst dafür nicht mal deine Ultimate einsetzen. Und wie gesagt, du hast halt so viel Kontrolle. Mit den ganzen Ultimates. So, Bergdrache ist live. Auch das wird nochmal ihre Objektkontrolle weiter verbessern. Den Höllendrachen haben sie schon. Das heißt, beide skalierenden Drachen, die man sich hier einfangen kann. Oh, Talia Ultimate. Aber White Turtle ist safe. Kalista braucht aber Items. Ja klar, braucht Kalista Items, aber Immortals ist 3000, 4000 Gold vorne. Das sollte hier nicht das Problem sein. Das ist natürlich, wenn du hinten bist, ist es sowieso deutlich schwieriger mit Objektkontrolle. Das ist ja generell so, weil du dann den Fight am Pit wahrscheinlich verlieren würdest. Das sehe ich hier bei Immortals ganz und gar nicht. Und ich meine, eine gute Poppy Ultimate, die Moon wegschleudert, das ist eh alles egal. Thank you.
Also, summa summarum, Immortals, in dieser Comp, sollte in der Lage sein, es gut runterzuspielen. Nächster Drache ist auch da. Baron in 20 Sekunden. Wenn sie hier gewinnen, sind sie auf dem geteilten ersten Platz zusammen mit CLG. TSM würde dann auf 3 folgen, auf 4 Dignitas, auf 5 MV. Und wie gesagt, alles wirklich so jeweils nur einen Sieg auseinander. Man beschwört jetzt hier den Herald, hat auch Smitty mit dabei. Heißt halt im Endeffekt, man kann diesen Turm hier nicht verteidigen. Charge gegen den Turm, der ist Geschichte. Und es geht sogar noch weiter. Man hat die Vision seitens FlyQuest. Oder hatte sie vielmehr. Da wird gerade gegengewardet. Sogar noch der Charge gegen den Tier-2-Turm und nicht wenig Schaden. Also 2/3 Leben von diesem Tier-2-Turm sind auch schon wieder weg. Immortals ganz klar oben auf hier. Ich habe noch keine gute Twisted Fate Ultimate im Übrigen gesehen in diesem Spiel. Wir haben eine gesehen, die war defensiv, um das zu überleben. Gott, und wenn eine Talia diesen Shogat so schon mal wegböllern kann, dann ist es natürlich auch schwierig. Zumindest Balls auf der Toplane den Turm weggenagelt. Aber Immortals generell hier, wie man sieht, sehr Botside fokussiert. Die wollen gut und gerne auch diesen Tier-2-Turm angehen. Pushen die Midlane durch, pushen im Prinzip alle Lanes mit Ausnahme der Toplane. Smite auch noch gerade raus für Moon. Ah, und selbst wenn diese Türme über die Zeit Schaden nehmen, das ist sicherlich nicht verkehrt. Irgendwann werden diese nämlich fallen. Und die Immortals kann auch jederzeit den Teamfight erzwingen. Sie könnten quasi zum Baron gehen und würden jederzeit den Teamfight bekommen. Flame mit redlicher Pakt als zweites Item. Auch das erhöht natürlich wieder den Rüstungswert. Ninja Tubbies. Da sieht man halt auch ganz klar, also man sieht den Twisted Fate gerade eher wenig als Bedrohung, hat jetzt zwar ein bisschen Magieresistenz mit drin, aber High ist mit Twisted Fate auch überhaupt nicht im Spiel. Er hat ein Item fertig, das ist Fluch des Lichts. Schauen wir mal alle anderen Champions an, die sind da deutlich besser aufgestellt. So, Thema Teamfight, Thema Baron. Da wären wir gerade. FlyQuest jetzt zur Gegenrotation gezwungen. Man pinkt auch den Botlane-Turm. Weil man weiß, da wird Balls hingehen. Jetzt die Twisted Fate Ultimate, auch um zu schauen, was Immortals gerade so treibt. Die sind am Baron, das sieht man dadurch. Twisted Fate Ultimate dadurch auf Cooldown. Balls weiter im Split-Push an diesem Botlane-Turm. Jetzt muss man sich entscheiden. Holt man sich das Teleport, man muss jetzt im Prinzip Druck machen, man wird nicht rechtzeitig in diesem Botlane-Turm sein. Das heißt, Balls muss jetzt entweder TP'en, das tut er auch, damit kriegt er den Turm nicht. Und man nimmt den Fight, Smitty gesilenced, aber der Baron ist halt safe mit der Kalista. So, jetzt heißt es im Prinzip rauskommen, zack, der Einheben da nochmal drüber, starke Combo hier an der Stelle. Jenna Ultimate soll für den nötigen Disengage sorgen, Balls allerdings geht rein gegen Popelta, den bekommt man. Flashen konnte er da nicht raus. Poppy mit auf Cooldown. Also dieser zweite Teil des Fights, der ist nicht gut für Immortals. Im Gegenteil, Wild Turtle mit dem Double Kill 3-0. Trotzdem 3 Mann mit Baron Buff. So, gliedern wir das nochmal auf. Moon flasht über die Wand, geht rein, wird von der Poppy Ultimate rausgeschleudert. Das ist halt der safe Baron mit der Kalista. So, und Flame mit dem Flash. Das hat mir nicht so gut gefallen. Hier hätte man rausgehen können.
Pobelta geht allerdings nochmal offensiv und das erlaubt Balls reinzugehen. Also Pobelta, dass er da nochmal offensiv reingegangen ist. Mit Camille hat einen Long Rage Engage. Jetzt auch nochmal den zweiten Höllendrach mitgenommen. Das heißt 16% mehr AP und AD für Immortals. FlyQuest will das hier fighten. Wild Turtle hat eine Menge Leben verloren. Pobelta ist noch nicht beim Team. Du musst aufpassen, Wild Turtle. So, Flame jetzt über die Flanke. Flame. Wild Turtle mit dem vierten Schuss. Möglich. Damage gegen Flame. Balls jetzt! Oh, Balls! Aber Shutdown vom Pobelta da oben gegen Wild Turtle. Balls abgeholt. Und das war's jetzt. Lamination shieldet sich. Lamination läuft. Gibt alles. Versucht da wegzukommen. Execute wird's nicht werden. Denn Ole hat hier den Stun, Exhaust nochmal gegen ihn. Kampf der Supporter, aber die Ultimate, die steht zur Verfügung. In der Zwischenzeit der Rest des Teams weiter am Pushen. Smitty executed am Turm. Aber das ist egal. Immortals mit einem starken Baron Powerplay. 7000 Gold jetzt vorne. Alle drei Drachen. Und noch eine Minute Baron Buff. Hier nochmal der Fight. Also White Turtle vorher sehr, sehr low gegangen. Flame mit dem TP. Will halt rein. White Turtle kriegt den vierten Schuss noch unter. Das E gegen Balls schleudert ihn ins Team rein. Und von oben Pobelta, der White Turtle bekommt, der eben schon low ist. Dadurch auch eine Frage, Balls zu bekommen. Und ja, Orlay gegen Lamination. Wie gesagt, das Battle der Supporter, das haben wir gesehen. Aber ja, nicht eine gute Twisted Fate Ultimate bisher in diesem Spiel. Also dieser Pick geht überhaupt nicht auf. Ich glaube, da wäre er mit jedem anderen Champion wahrscheinlich besser beraten gewesen. Zwei Items fertig. Schauen wir uns Pobelta an. Der hat Rabadons fertig als drittes Item. Flame jetzt noch mit den eisgeborenen Handschuhen. Der hat nicht mal die Magieresistenz ausgebaut. Warum auch? Na, Hai hat ja nichts. Quecksilberscheibe von Cody Sun. Sicherlich keine schlechte Idee gegen den Twisted Fate. Oder gegen das Team. 4000 Gold Baron Powerplay für Immortals. Na, Immortals, kurz davor hier das 1-0 zu machen, also ich sehe hier eigentlich nicht, wie FlyQuest das hier noch verteidigen soll. Pobelta im Split-Push. Eigentlich wird man nur auf die beste Möglichkeit nochmal warten, im Teamfight einzugehen, dadurch, dass man halt so früh die Drachen bekommen hat. Ist der Meeresdrache nichts, worüber oder worum FlyQuest kämpfen möchte. Der Baron hingegen, da müssen sie schon kämpfen. Eigentlich kann man sogar schon den Drachen fast links liegen lassen, also da beides fast zeitgleich spawnt. Warum auf den Drachen gehen?
Hat auch die Sichtkontrolle soweit über die Control Wards, die Moses dort gestellt hat. Noch zwei weitere im Gepäck. Flame jetzt sogar nochmal mit der Vorstufe zum Dauernpanzer. Also das Item passt natürlich hier super in sein Item-Kit rein. Ja, gerade bei so viel Rüstung, die er ohnehin schon hat. Sagt, Hai stellt einfach keine Bedrohung dar. Der hat jetzt zwar einen Lernstab, aber Flame kann jetzt erstmal seine Magiekutte nochmal ausbauen. Da vielleicht einfach nochmal die Geistessicht fertig bauen und dann ist gut. So, Baron ist live, Drache ist live. Vielleicht kann man sogar beides unter Druck setzen. Wie meiner den Drachen solo holt, aber warum das Risiko eingehen? So, Twisted Fate Ultimate, mal checken, wo alle sind. Aber mehr hat diese Twisted Fate Ultimate das ganze Spiel über nicht gemacht. Einmal defensiv und ansonsten gucken, wo alle sind. Mehr war halt echt nicht drin. Schön nochmal diese Honigfrucht und damit den Schaden direkt wieder gegengeheilt. Ah, Knock-up gegen Pobelta. Da muss er aufpassen. Den Ultimate gegen ihn. Da wird sogar geflasht jetzt. Aufpassen, ein Ebner da, Stun gegen Moon, dass er hier nicht mampfen kann. Ganz wichtig, Smitty ist low. Ah, da muss man aufpassen, das hat gekostet. Pobelta vom Positioning her schon so die zweite Szene, die durchaus fragwürdig ist. Also das sollte er sich durchaus nochmal abgewöhnen. Gerade wenn man so weit vorne ist, solltest du als Carry nicht so offensiv stehen. Gibt da keinen Grund für dieses Risiko. Seinen Pushen Botlane. Natürlich wird die Mordens da weiter über diesen Wellendruck machen. Mit diesen zwei Drachen, die man da nochmal hat. Den zwei Höllendrachen. Das Scaling ja auch ohnehin weiter verbessert. Ja, und da fängt man einfach sogar nochmal an, den Baron. Brauchen wir nicht. Schauen wir mal FlyQuest. Er hätte jetzt wieder ein Twisted Fate Ultimate. Man könnte wieder gucken, aber sie wissen nichts. Das muss ihnen klar sein. Das muss ihnen klar sein, dass das hier der Baron ist. Und das ist jetzt auch der Baron für die Mordens. FlyQuest ahnt nichts oder will nicht fighten, aber beides ist ein Fehler. Dass sie durchaus fighten können, das hätten wir oder haben wir eben gesehen, dass sie zumindest gegenhalten können. Immerhin den Botland-Turm nochmal mitgenommen, seitens Balls. Aber Immortals mit 8000 Gold vorne. 3 Minuten Baron-Buff. Vielleicht nimmt man den vierten Drachen einfach nochmal mit. Einfach nur, weil man es kann. Bisschen Regeneration. Haben ist besser als brauchen. Heilt man sich nochmal ganz gut. Nächster Drache logischerweise der andere Drache. Also da bleibt gar nichts anderes mehr übrig. Der wäre noch stärker, vorausgesetzt, das Spiel geht noch so lange. Das ist durchaus etwas, was man hier in Frage stellen kann. Oh, der Einnehmer ist raus, dann Ole ebenfalls rein. Jetzt heißt Damage machen. Moon, reicht das? Oh Gott, Smitty down, Ole down. Was so ein Sugar der Damage macht. Jetzt high mit der Ultimate. Oh Gott, das war mal eine Twisted Fate Ultimate, die nicht schlecht war. Cody Sun. Holla die Waldfee! FlyQuest kann ja fighten! Aber das war auch ein katastrophaler Teamfight hier für Immortals. Flame jetzt mit dem Flash noch drüber. Balls will. Bekommt hier Flame aber nicht. Der letzte mit dem Baron Buff. Ah, doch! Er kriegt ihn. Jetzt nochmal
Ja, mit Lamination zusammen. Das Ace. Das war kein guter Baron. Comeback von Fly jetzt, oder was? Fly High. Plötzlich sind sie dran. Und schaut euch mal an. Der Damage gegen die Türme, der ist da. Zack. Inhibitor eingerissen. Und plötzlich auf 3000 Gold ran. Immortals hat hier unglaublich viel verloren. Hier die Fehlentscheidung von Smitty, da so reinzugehen zusammen mit Ole. Kassieren hier richtig gegen High und Wild Turtle. Wenn wir mal gucken, Flame war noch nicht beim Team. Entsprechend unnötig. Dann High mit der Ultimate. Cody-san und Pobelta ohne Frontline. Abgeholt. Und Flame im Prinzip nur noch Zuschauer in diesem Spiel. Minus 1800 Gold beim Powerplay. Das war ein herber Dämpfer. So, Geistersicht hat es auch ausgebaut von Flame, der Richtung Full Item Build steuert. Dornpanzer noch ausbauen. Ja, der Cho'Gath ist schon gut angewachsen jetzt, inzwischen 7 Stacks. Ja, vielleicht habe ich mich da doch getäuscht. Also mit dem Vorsprung hätte das die Mods deutlich safer spielen können und auch müssen. Aber gut möglich, dass sich der Drache dann doch nochmal ausbezahlt macht. Nämlich in dem Moment, wo man sich dann den Ahndrachen holen wird. Insofern vielleicht die Entscheidung dann in 2 Minuten beim Ahndrachen oder durch den Ahndrachen, je nachdem. Jedenfalls der Baron-Buff hier komplett ins Leere gelaufen. Balls noch nicht wieder da. Man versucht jetzt diesen Turm hier zu nehmen. Jenner-Schilde retten allerdings und verhindern, dass da mehr Schaden drauf geht. Und Flame halbe Leben weg. Das Ding ist natürlich auch, dass ein Cho'Gath prozentualen Schaden macht. Ist ja auch ein Grund, was ihn so stark macht. Balls währenddessen weiter im Split Push. So, Twisted Fate Ultimate, man lauert hier auf. Smitty jetzt mit dem Einebner, aber es reicht nicht. Ole, los, Pikachu, Donnerblitz. Aber Redemption heilt dagegen. Da hat man gerade diese Combo gesehen, wie sie funktionieren soll mit Cannon Kalista. Aber FlyQuest drückt tatsächlich gegen den Turm, nicht zuletzt auch aufgrund des Cho'Gaths. Wichtig ist aber Hauptsache, die Vasallen hier aus dem Weg zu räumen. Turm wird fallen. Oh Gott, der Damage gegen diesen Turm. Nicht zuletzt auch mit einem Twisted Fate jetzt, der Rabadons fertig hat. Währenddessen Flame gegen Balls. Das kann Balls trotzdem nicht gewinnen. Holy moly, wie da die Türme jetzt fallen. FlyQuest, holen die das? Das wäre auf jeden Fall eine große Überraschung.
Ahndrach ist live. FlyQuest muss ich jetzt eigentlich den Ahndrachen holen, damit Immortals ihn nicht bekommt. Aber auch der Baron ist live, also sind zwei sehr, sehr wichtige Objekte. Und da zwei Inhibitoren zu verlieren zu diesem Zeitpunkt, ist natürlich extrem schmerzhaft. Wobei der mittlere gerade respawned ist und die Vasallen auf der Bot-Side beinahe diesen Bot-Side-Inhibitor bekommen. Durch diesen Slow-Push, aber nur beinahe. Minuten geht das Spiel schon. FlyQuest kommt immer besser ins Spiel. Jemand muss gerade Topside gehen. Oh, Levent im Engage. Super, der Stun. Reicht es aus, um die Kills zu bekommen? Die Antwort ist leider. Hat man eine Menge Schilde gerade durch die Chorias. Solaris und der Zeitnehmer Flame. Verdammt low. Flash mit dem W heißt es wegkommen. Jetzt hinterher Balls. Und auch mit Twisted Fate Balls abgeholt. Cody Sun kann kiten, aber dann ist der Knockup da. Jetzt ist er mit dem W und dann die Stun-Cards dazu. Das ist es. Das ist es. FlyQuest holt das Spiel. FlyQuest holt das Spiel hier jetzt. Die Ultimate und Balls hinterher, das Ace. Und jetzt kann man finishen. Was ist denn heute los? FlyQuest gegen Immortals holen das 1:0. Wer hätte das erwartet? Und es war so knapp. Das hätte Immortals eigentlich gewinnen müssen. Aber FlyQuest ganz, ganz stark zurück ins Spiel gefunden. Für mich trotzdem ein Fehler, hier auf den Twisted Fate zu setzen. Der hätte es ein anderer Pick wahrscheinlich besser getan. Aber nun gut. Wer mit so einer großen Führung das Spiel trotzdem noch verliert. Naja, was soll man dazu sagen? Das hat FlyQuest echt gut gemacht, hat diesen Baron da komplett negiert und sind auch stark zurückgekommen. Der Split-Push immer wieder von Balls auf der einen Seite. Sie hatten einen harten Engage, gar keine Frage. Und Immortals stellenweise zu übermütig. Pobeltak, Smitty, wie sie sich haben catchen lassen. Das darf in so einer Spielphase nicht passieren. Du hast natürlich auch ein gutes Scaling gehabt auf ihrer Seite bei FlyQuest. Das haben wir halt eben gesehen. Und ja, so kann man Spiele gewinnen. So kann man Spiele gewinnen. 1:0. Ja, vielleicht werden das ja 3 Games, wer weiß. Vielleicht sorgt FlyQuest hier aber für die große Überraschung und der nächste Favorit strauchelt. Wer weiß. Ja, wir werden das sehen. Zweites Spiel folgt zugleich. Das allerdings dann nach einer kurzen Werbepause. Also Freunde, jetzt nochmal die Chance, euch zuzudecken mit Getränken, mit Chips. Und euch dann ist richtig schön gemütlich zu machen. Mach das wunderbar! Was ist denn da los?
Willkommen zurück zum zweiten Spiel Immortals gegen FlyQuest und wir fragen uns natürlich alle, ist die Sensation machbar? Kann FlyQuest Immortals ins Straucheln bringen oder holt Immortals sich jetzt einfach mal das zweite Spiel und damit den Ausgleich? Das sind Fragen über Fragen, die wir uns natürlich hier stellen und die wir auch gleich beantwortet bekommen. Denn es geht natürlich gleich los. Sehe ich das richtig? Dignitas hat 2-0 gewonnen. Warum können das so viele Leute nicht glauben? Was erwartet ihr denn jetzt für eine Antwort von mir? Oh nein, das ist natürlich nicht richtig. Das ist ein Anzeigefehler von uns. Wie können wir es wagen? Ja, wie kann es natürlich passieren? TSM kann doch gar nicht gegen Dignitas gewinnen. Doch! Ja, Dignitas kann gegen TSM gewinnen. Ich weiß, ich habe es gerade andersrum gesagt, aber ich bin müde. Deswegen gehen wir auch direkt in die Pick-and-Run-Phase. Ja, im Chat geht's auch gut ab. Aber das lasse ich mal unkommentiert. Das wäre fatal, sich da jetzt einzumischen. Los geht's also, Immortals auf der Blue Side mit dem Cho'Gath-Bann. Jetzt wird wieder viel Happy Birthday gesungen. Wer hat jetzt Geburtstag? Keine Ahnung. Cho'Gath, Maokai, alles Buns. Auf der anderen Seite natürlich Zac. Caitlyn ist offen. Mods pickt Thresh als erstes. Das wird spannend. Pickt man jetzt die Caitlyn? Wäre natürlich etwas, was man auf jeden Fall tun kann. Ja. Caitlyn, Gragas für FlyQuest. Immortals antwortet da mit Jarvan. Gegen die man durchaus sowas wie einen Jace picken könnte. Und Jhin. Wow, okay. Caitlyn, Morgana. Also das heißt, man pickt halt direkt die Botlane. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Winning Lane für FlyQuest. So viel kann man festhalten. Das smart gepickt. Jetzt nochmal die Midlane-Bands rausgepackt bei FlyQuest. Talia Syndra und auf der anderen Seite Camille. Und Jace. Also das, was hier Jarvan gefährlich werden kann. Aber ja, doch ein Rumble. Aber es ist Rumble ist echt gefährlich. Aus dem folgenden Grund natürlich, weil er ein absolutes Gankopfer ist, wenn dann der Jarvan reinkommt. Den Kataklysmus.
Renekton. Also, Rumble gegen Renekton. Renekton Jarvan, das ist auf jeden Fall sehr stark. Also da wird der Rumble alles andere als einfach haben. Und dann den Corki auf der Midlane. Antwort ist Lucian. Kann man machen, man hat ja auch schon den Rumble auf der Toplane und mit Gragas, Rumble, Morgana auf jeden Fall genug an magischem Schaden da. Schwierig, also an sich gewinnt Rumble das Duell gegen Renekton. Liegt auch einfach daran, dass wenn Renekton Rumble stunt, er ja trotzdem weiter Damage mit dem Flammenwerfer macht. Das heißt, in der Regel gewinnt Rumble die Trades gegen Renekton. Dadurch, dass man allerdings einen Jarvan hat, sollte Immortals sehr Toplane-fokussiert ganken, um damit Balls Rumble zu eliminieren. Wenn ihnen das gelingt, haben sie darüber die Möglichkeit zu snowballen. Ansonsten allerdings hat eigentlich, muss man dazu sagen, FlyQuest die besseren Lanes in meinen Augen. Wir dürfen echt gespannt sein auf dieses Spiel. Vor allem auf dieses Lucian-Corki-Duell. Vorteil natürlich von Lucian ist, dass er dem Corki mit seinem E auch gut dodgen kann. Gleichzeitig natürlich selber mit Autotracks gegentradet. Und ihm so ein Hextrinker auch nicht so weh tut. Los geht's! Immortals gegen FlyQuest, Spiel Nummer 2. Und die NALCS-Fans feiern sich mal wieder selber. Morgana ist ein guter Supporter gegen Thresh, einfach weil du natürlich das Black Shield hast und damit das Kit von Thresh unterbinden kannst, also sowohl das E als auch das Q. Gleichzeitig hast du halt Pressure und er startet mit dem Q. Interessanterweise aber die Münze auf Lemonation, also dadurch hat er halt nicht mal jetzt ein Goldvorteil dadurch, dass er Pobelta schon mal getroffen hat. Der nochmal Base gegangen ist. So, Xmitty startet Botside im Red Buff, während Moon Topside bei den Raptoren startet. Lame will traden und schafft das hier auch. Tatsächlich sogar der Trade, auch was das angeht, besser ausgegangen. Also es war nicht schlecht. Ich bin halt echt gespannt auf diese Morgana. Also normalerweise ist man natürlich mit Zauberdieb auf Morgana ganz gut aufgestellt. Grund ist schlicht und ergreifend, dass du natürlich AP was mit anfangen kannst, genauso wie mit der Mana-Regeneration. Damit du natürlich mit dem Zauberdieb letzten Endes mehr hast. Zudem, wenn du offensiv spielst, du kannst halt einfach die Stacks sehr gut mit deinem W auslösen. Das heißt, du kriegst da schon sehr, sehr früh Gold.
Dafür ist allerdings die ausgebaute Münze natürlich fürs Team an sich als solches besser. Man darf natürlich nicht vergessen, durch dieses Redesign der Münze bekommst du natürlich auch Mana, wenn du diese Mana-Münzen einsammelst. Ja, auch verändert worden, diese Münze, genauso generell, was diese Support-Quests angeht. Ach, Trade von Pobelta gegen Hai. Hätte er da das Q noch dodgen können mit dem E, dann wäre das natürlich besser gewesen für Hai. So steht Pobelta da gar nicht mal so schlecht da. Pobelta auch mit Warlords. Hai interessanterweise mit Pharaoh of Battle. Gibt natürlich bei Lucian auch Sinn. Schön mit dem Q rangeholt, dann nochmal das E. Wildturn kriegt sofort das Black Shield. Nichtsdestotrotz, auch das ist eine Möglichkeit, wie man Thresh spielen kann. Selbst wenn du den Champion nicht triffst, dass du dann den Vasallen triffst und damit rankommst an den Gegner. Den Trade, damit spielst du jetzt sogar Flash. Flash auch von Wild Turtle, Root gegen Lamination. Also man muss sich hier nicht verstecken, offensichtlich. Auch mit dem E jetzt Cody-Sun erstmal zurückgeholt über die Laterne. Flash für Flash, wobei das Flash hier von Wild Turtle sicherlich das wertvollere ist. An sich sieht es allerdings auch so aus, als hätte FlyQuest mehr Selbstbewusstsein getankt. Toplane allerdings farmtechnisch etwas schwächer unterwegs, der gute Balls, als das bei Flame der Fall ist. Geht nicht Base, kann nicht Base, weil Pobelta ihn daran hindert. Einnehmen wir raus, Smitty kommt. Und das war's für Balls. Da brauchst du nicht mehr flashen. Da kannst du halt höchstens noch versuchen, möglichst viel Damage zu machen oder zumindest zu farmen, aber. First Blood für Flame und wieder mal Immortals. Dass das nichts heißt, haben wir natürlich im letzten Spiel schon gesehen. Also FlyQuest da auch ein enormes Comeback zurückgelegt. Nichtsdestotrotz. Ein doch eher ruhiges Spiel im Vergleich. Also da hätten wir natürlich noch ein bisschen mehr und auch vielleicht frühere Top-Lane-Action erwartet, aber das wird noch passieren. Das Schwierige natürlich für Rumble ist, auch vor allem wenn Jarvan kommt, dass du halt nicht wegflashen kannst, solange Jarvan nicht auch flasht. Er hat halt den Kataklysmus und da brauchst du dann Flash, weil du sonst safe down bist und genau das macht es ja auch so schwierig für Rumble gegen diese Top-Jungle-Kombo von Immortals.
Leistung. Ich versuche sie natürlich Lemonade ein bisschen warm zu schießen. Trotzdem, Wild Turtle hat es nicht geschafft, sich einen Farmvorteil aufzubauen. Im Gegenteil. Obwohl man hier eigentlich eine gute Pressure Lane hat mit Morgana Caitlyn gegen Jhin Thresh. Muss man dazu sagen, spielen das Codison und Ollie aber auch echt nicht schlecht. Ah, Ultimate schon mal raus bei Hai. Auch mehr, um diese Vasallenwelle noch zu bekommen, denn Smitty in der Nähe. Da muss er aufpassen. So, Pobelta will traden mit der Valkyrie Exhaust gegen Hai und der flasht sogar. Ah, nicht schlecht. Also, du kannst mit Corki echt auch gut traden. Smitty immer wieder in der Nähe, immer wieder was Backup angeht. Jetzt kommt noch Moon dazu. Hier natürlich diesen Farm hier nicht verkommen zu lassen, gleichzeitig aber auch den Turm zu verteidigen. Aber gerade da kann es jetzt gefährlich werden, vor allem für Balls. Der hat seinen Flash noch, aber gegen drei Mann flasht er natürlich hier besser nicht. Kataklysmus abgeholt von Immortals und die wollen hier natürlich was wagen, weil Turtle Exhausted flasht hier und Gott ist der low, aber das wird er nicht überleben. Ole, durch den Kill hier. Immortals 3 zu 0 und 2000 Gold fast vorne. Flash auspeitschen. Also hier geht Flyquest gerade so ein bisschen unter. Und dabei hatte man eigentlich einen guten Draft seitens Flyquest. Aber das war zugegeben im letzten Spiel auch nicht sehr viel anders. Balls jetzt auf die Midlane, dafür Hai auf die Toplane rotiert. Hat natürlich deutlich mehr Mobilität, als das einen Rumble hat. Aber Xvidi macht einen sehr guten Job, der ist überall zugange und ist natürlich als Jarvan sehr, sehr gefährlich, solange er seine Ultimate hat. In puncto Ganks, vor allem wenn du flashlos bist. Jetzt auch wieder zurückgetauscht. Jetzt fleißig gepinkt, man versucht da zu trappen. Smitty, die Ultimate gegen ihn, aber Olle ist da. Und jetzt der Fight hier, vielleicht der Reengage. Smitty verdammt low high, schafft es den Kill zu holen, aber Cody-san zur Stelle. Erneut der Kill, ärgerlicherweise für Olle. Lemonation, da ist noch der Knallzapfen. Kann diesem Jinvi ausweichen, versucht sich hier selber zu exekuten. Das wird nicht gelingen, Olle ist da. Black Shield. Und das war's, Pobelta mit dem Kill. Oh, baut nicht mal zur Münze aus tatsächlich, sondern baut hier dieses gemergte Support-Item. Startete als Engage von FlyQuest, allerdings Olli findet, dass man Xmiti hier bekommt. Der kann tatsächlich nochmal kurz reingehen, flasht aber wieder raus. Dafür allerdings Cody-san und die der Teleport auch von Flame. Der Rest ist Geschichte. Auch Lemonation musste nochmal dran glauben. Aber, und das ist wichtig, noch keine Türme gefallen. Was zum großen Problem werden könnte, ist Corki. Corki, Pobelta
mit 2-0 sehr, sehr gut im Spiel. Hai interessanterweise mit Draktar. Ein Item, was auf dem 7-14er Patch auch sehr stark geraten ist und generell so auf Champions, die gerne auf Durchdringungsspielen gebaut wird. Unter anderem auch natürlich auf Cody Sun, auf Hai. Beide spielen mit diesem sehr stark geratenen Item. Aber dafür FlyQuest tatsächlich mit dem Meeresdrachen in der Zwischenzeit. Unbemerkt von Immortals. Während dafür allerdings das erste Turmgold abgeben. Flame bekommt den Turm und damit das erste Turmgold. Wodurch der Goldvorsprung jetzt für Immortals weiter steigt. Dazu dann noch der Herald für Immortals und Lamination im Trade tatsächlich. Warum tut er das? Gute Frage, nächste Frage. Er verliert natürlich diesen Trade als solchen. Wäre man jetzt schneller da gewesen und das ist kein 1:1 Trade, dann sähe die Welt sicherlich anders aus. War aber nicht so. Controller fällt, Moon steht selber in einem, währenddessen Smithy und Flame beide nochmal auf die Midlane rotiert. Man hat jetzt auch diese Räume, dadurch, dass man diesen Toplane-Turm schon hat, hat Flame mehr Freigang und kann sich deutlich offener bewegen. Eine Caitlyn, die eine Lane verliert, das haben wir auch nicht oft. Beschworen, das wird auch der Midlane-Turm jetzt sein. Also mit dem Charge und mit den Angriffen reicht das hier dicke. Vierter Schuss, zack, der Turm. Immortals baut den Vorsprung wie auch im letzten Spiel weiter aus. Und ich schätze mal, dass sie nicht erneut diesen Vorsprung abgeben wollen. Moon jetzt mit dem Fass. Es gilt, diesen Turm zu verteidigen. Ole natürlich deep drin. Währenddessen geht es halt vorne weiter. Balls, der Einebner abgeholt von Flame. FlyQuest will noch. Jhin Ultimate aus guter Position. Hook gegen Lamination, das war's für ihn. Und Hai jetzt. Hai will Ole. Moon will Ole. Moon bekommt Ole. Hat auch kein Flash mehr zur Verfügung, dass er sich da hätte retten können. Steht 3-1, der gute Supporter. Hat, war schon viele Kills bekommen, nur war da nicht mal die Ignite mit. Gute Flankierung auf jeden Fall von Immortals da, obwohl es zu gehen. Flash von Flame wichtig, Lamination zu offensiv, abgeholt. Auch wieder von Ole. Krass, was der Thresh da für Damage raushaut, Kappa. Ich meine, der schwimmt ja regelrecht in Gold als Supporter hier. Besser wäre es natürlich, wenn Cody seine Kills bekommen hätte. Aber so sind das so ein bisschen verkehrte Rollen. Gesehen über das Blue Trinket, das Hai da im Busch gelauert hatte. Insofern muss dieser sich da auch zurückziehen. Oh.
Oh, hi, im Duell trotzdem mit Cody-san. Interessant, dass er da trotzdem das Duell bekommt. Gewinnt natürlich auch das Duell, allein durch den Level-Vorteil. Jetzt allerdings mit All... Oh Gott. Hi. Flasht hier noch, versucht jetzt den Tänzer zu machen. Ole. Oh, und dann kommt Bobelta und holt ihn ab. Lamination wird sie ebenfalls nicht machen, oder? Oder? Nein. Double Kill Bobelta. Das spielt FlyQuest bei aller Liebe nicht gut. Triple Kill Bobelta. Aus dem Nichts heraus quasi. Aus dem Nichts heraus ein Triple Kill. Weil Hai hier meint, den Helden spielen zu müssen. Und Lamination denkt, dem kann ich helfen. Moon denkt, ey, ich helfe da auch mal mit. Und Bobelta denkt sich, geil, 3 Kills. Und so schnell passiert es dann. 6000 Gold, Vorsprung Immortals. Und weiter der Push. Und weiter der Turm. Auspeitschen, Hook, Ultimate, dann trifft halt alles. Fly, dass er da sogar noch flasht. Wähnt sich in Sicherheit. Problem ist halt nur Pobelta, der da ist und der Damage im Gepäck hat. Und dadurch sterben 3 Mann aufgrund von Heis Aktion hier. Das muss man sich erstmal geben. Gold nach 20 Minuten ist nochmal eine ganz, ganz andere Ausmarke. Also das wird hier tatsächlich ein drittes Game werden. Da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Vor allem mit diesem Bergdrachen noch. Sollte tatsächlich einem frühen Baron Call auch nichts im Weg stehen. Ah, Immortals wollen nicht, dass ich früh schlafen gehe. Oder FlyQuest oder irgendjemand. Macht aber nichts. Das Ganze hier momentan auch eher stompeske Züge. Der Turm auch auf der Midlane nicht verteidigbar. Wie denn bitte auch mit diesem Vorsprung, mit diesem Hard Engage, den du im Endeffekt auch da hast. Flame im Split Push lässt Balls keine Chance. Man ist auf jeder Lane hinten, ausnahmslos bei FlyQuest. Es ist schon fertig. Ernsthaft. Ernsthaft. Wir haben sogar noch drüber gesprochen. Was schneller geht. Aber irgendwie habe ich da nie Glück. Es ist doch nicht wirklich schon fertig. Das kann ich mir doch nicht vorstellen. Der kann doch nicht fertig sein. Das geht. Der ist schon fertig. Meine Güte. GG. Ja gut, hier läuft es auf ein drittes Spiel hinaus. Immortals in diesem zweiten Spiel bisweilen besser. Aber man muss dazu sagen, sie haben dieses erste Spiel auch komplett selbst aus der Hand gegeben. Ja. Generell hat man auch noch in keinem Ansatz gesehen, wie FlyQuest hier mit ihrer Combo werkeln möchte. Überhaupt, dass so eine Caitlyn-Lane verliert, ist eher etwas Seltenes. Hook gegen Moon jetzt, der Engage auf ihn. Allerdings, das Black Shield verhindert zunächst Schlimmeres. Dennoch... Pobelta dafür auf der Top-Lane einfach mal den Turm bekommen. Und damit hat man eigentlich auch das, was man wollte. 6:0 in Türmen.
Weiter geht's natürlich. Jetzt Lamination. Es sind 9000 Gold vorne, also alles läuft hier aufs dritte Spiel hinaus. Eis kannst du natürlich nicht fassen, aber das ist halt Naturgesetz. So langsam glaubt er wahrscheinlich selber dran. Und währenddessen Immortals am Baron dran. Sollte hier ungefährdet sein, Moon unterwegs, der will unbedingt stealen, der hofft auf seine Chance, aber flasht hier sogar noch, schafft es nicht mal in die Nähe des Pits, man bekommt den Baron und jetzt räumt man vielleicht sogar noch auf. Moon abgeholt. Krass, wie verzweifelt Moon da wirklich versucht hat, irgendwie in die Nähe des Pits zu bekommen. Gott, Lamination einfach mal halbe Leben weg durch diese Combo. Jetzt geht's weiter, der Midlane-Turm mit der Überzahlsituation, mit diesem Goldvorteil, 11.000 Gold. Und das, wie gesagt, nach 25 Minuten. Jetzt heißt Basen und dann wird man nochmal ein paar gute Item-Power-Spikes haben. Probelta gerade klingende Endlichkeit fertiggestellt. Titanische Hydra bei Flame. Also das heißt, jetzt wird es von den Items her nochmal so richtig reinböllern und so richtig reinknallen. Oh, mit der Passiv-Valkyrie geht's ran, der will und wow, schaut euch den Damage gegen Hai an. Smitty dann über die Standarte in den Kataklysmus einfach drauf und das ist jetzt einfach nur ein Drüberrasieren. Das ist ein Rüberrutschen. FlyQuest hier komplett wie die Fliege in der Falle. Das ist eine Klatsche. Und zwar mit der Elektroklatsche hier. Gründliche Rasur, da hat der Barbier hier nichts einzuwenden. Auch nochmal schön zum Abschluss. Weil es so toll ist, White Turtle einkassiert. Und Balls macht halt das einzig Richtige. Nimmt hier die Vasallen mit. Versucht dadurch das Spiel nochmal irgendwie zu retten, indem er da die Lane rauspusht, damit hier keine Vasallen da sind für die Nexus-Türmer. Längst jetzt auch den Botlane-Inhibitor bekommen. Weiter geht's gegen den Nexus-Turm. Man versucht es jetzt hier zu beenden. Thresh Ultimate noch. Balls ist down. Und Smitty, da geht's einfach nur noch rein. Da ist einfach nur noch einfach drauf. Da ist auch nichts mit Analyse. Da ist nur die richtige Taste finden, irgendwie grob in die Richtung. Cody Sun sogar nochmal mit dem Triple Kill. Und da ist es 1:1, der Ausgleich. Drittes Spiel. Ja, Leute, so kann's gehen. Ja, und ich werde nie wieder auf Eis hören, wenn er mir einen Stream vorschlägt. Nie wieder. Ja, wir reden noch vorher. Was wird denn am wahrscheinlichsten vier Games? Und Eis sagt mir noch so, Mori, vertrau mir. Vertrau mir. Eis, ich habe gerade das Vertrauen in dich verloren. So richtig. Da ist nichts mehr mit Vertrauen zwischen uns jetzt. Ich glaube, das machst du langsam mit Absicht. Jede Woche dasselbe in deinen ELCS. Immer hast du eher Feierabend. Da läuft was schief. So richtig schief. Freunde, wir gehen in die Pause. Ja, ich sag das natürlich nur, weil er gerade in der Tür steht und sich natürlich aufbürmelt. Ey, ich weiß es nicht. Das geht gar nicht. Das geht nicht, dass ich eher Feierabend mache. Das ist halt wirklich Naturgesetz. Keine Ahnung. Aber damit gehen wir jetzt in die Pause. Drittes Game. FlyQuest gegen Immortals. Mach das wunderbar! Was ist denn da los?
wieder los? So, willkommen zurück und ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, warum es nicht weitergeht. Man hat gerade irgendwie eine sehr interessante Show. Ich weiß nicht, ob sie interessant ist, aber auf dem Stream läuft halt gerade irgendeine Show. GG. Läuft bei denen. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht warum. The Dive läuft. Die ganz schön lange geht. Vielleicht muss man irgendwelche Probleme übertünchen. Ich weiß es nicht. Aber es sollte jetzt weitergehen mit dem dritten Spiel. Ja, so ist das halt nun mal. Was ist meine Meinung zu Kane? Ist ein Pick, der durchaus was taugen kann. In der richtigen Combo, in den richtigen Händen. Aber das sind sehr viele Einschränkungen. Und das spiegelt sich in der Solo-Queue auch wieder. Aber da sind auch viele Spieler, die diesen Champion noch nicht so gut gemeistert haben. Gestern haben wir ihn tatsächlich auch gesehen in der NLCS. Durchaus mit gutem Erfolg. Also gerade Contracts ist jemand, der gezeigt hat, wie man einen Kane spielen kann. So, los geht's. Pick and Bun Phase. FlyQuest wieder mit dem Galio-Bun, wieder mit dem Lies-Bun. Wenig verwunderlich natürlich, das haben sie in den Spielen davor schon gemacht. Und auf der anderen Seite Zac, Sho'Gath und wahrscheinlich auch Maokai, Thresh-Bun. Damit würde wieder Caitlyn offen bleiben, das allerdings, nein, Caitlyn wird gebannt. Kein Garant ist, das haben wir eben gesehen. Damit wären Maokai First Pick tatsächlich nicht verkehrt. Warum? Weil du ihn flexen kannst, weil du ihn sowohl Jungle als auch Top spielen kannst. FlyQuest trotzdem mit der Priorität hier eher bei Jhin für Wild Turtle. Ich finde, da gibt es noch genug Alternativen. Tristana, Kalista, um nur zwei zu nennen. Und dafür jetzt Immortals mit Gragas. Und mit Kalista. Gerade Kalista kann ja auch nochmal eine starke Objektkontrolle aufbauen. Das haben wir durchaus ja schon gesehen. Okay, jetzt noch der Jarvan. Der auch geflext wird von FlyQuest. Also er kann sowohl Top als auch Jungle gehen. Jetzt mit dem Rumble allerdings sollte klar sein, dass es eher... Ja, wobei, auch selbst da können sie beides flexen quasi. Und halten sich auch die Möglichkeit, auf einem AD Midlaner zu spielen. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, darauf zu reagieren. Man könnte natürlich einen Champion picken, der gegen beides funktioniert. Interessant ist, dass man sich hier für einen Bard entscheidet. Also Bard, Kalista hat jetzt so von Haus aus natürlich nicht die beste Synergie. Einfach weil ein reingeschmissener Bart ja auch nicht so beängstigend ist. Das überrascht mich schon. Man hätte natürlich jetzt überlegen können, welcher Pick ist sowohl gegen Rumble als auch gegen Jarvan gut. Man hätte sowas wie Jace picken können. Das hätte gegen beide funktioniert. Blitzcrank und Jenna, die hier gebannt werden gegen den Bart. Auf der anderen Seite Renekton und Talia.
Also ja, jetzt erstmal was in der Toplane, was sowohl gegen Jarvan als auch gegen Rumble funktioniert. Das ist hier so ein bisschen das Anforderungsprofil. Und man entscheidet sich daher für Klett. Während auf der anderen Seite jetzt blind gepickt werden muss. Ori ist etwas, was du immer picken kannst eigentlich, weil Ori eigentlich kaum Schwächen hat. Dafür allerdings auch kaum Lanes, wo sie wirklich hart gewinnt. Aber das muss sie auch nicht. Hi zu dem gefühlt nicht so schlecht auf Ori. Man sieht es halt von Damage pro Minute. Die Participation ist da auch nicht verkehrt. Trotzdem CS, KDA eher unterdurchschnittlich. Hat jetzt noch Morgana als Support mit drin und Immortals möchte hier noch den Corki Mitte ins Feld führen gegen die Ori. Das ist ein Pick, der gut gegen Orianna funktioniert, weil du mit der Valkyrie aus der Shockwave raus kannst. Gleichzeitig auch nicht schlecht in Trade sind. Morische Gesetz wurde letzte Woche widerlegt. Na, letzte Woche war ja keiner in LCS, insofern alles gut. Hier jetzt definitiv das letzte Spiel für heute, FlyQuest gegen Immortals. Insgesamt hat Immortals den deutlich besseren Eindruck gemacht und sie hätten ja durchaus auch 2-0 aus dieser Serie gehen können, wenn sie das erste Spiel nicht so weggeschmissen hätten. Wie man hört, einige FlyQuest-Teams auf jeden Fall vor Ort. FlyQuest-Teams, sag ich schon. FlyQuest-Fans auf jeden Fall vor Ort. So, Spiel Nummer 3 FlyQuest gegen Immortals. Und wir haben zweimal Dorans Ring, was wir auf Jhin momentan aber dieser Tage ständig sehen. Ja, der Klett-Pick ist auch gar nicht mal so verkehrt. Er gibt dir nochmal einen guten Engage und vor allem ein Klett ist dive-sicher, weil du ihn nicht one-shotten kannst. Was gegen diese Combo Rumble, Jarvan alles andere als unerheblich ist. Und man hätte ja hier durchaus flexen können mit Jarvan, mit Rumble. Klett ist auf jeden Fall ein Pick, der gegen beides funktioniert. Insofern hat man da sehr intelligent gepickt und überhaupt ein starkes Team zusammenstellen können. Wobei FlyQuest natürlich auch einen harten Teamfight hat, also so Rumble, Einebner, Jarvan Kataklysmus, Orianna Shockwave. Morgana Ult. Also da ist einiges an Teamfight-Potenzial. Das steht außer Frage. Aber wenn der Fight länger geht, freut sich natürlich ein Corki, freut sich auch eine Kalista.
Und auch ein Klett, der durch diese Mechanik mit seinem Reittier natürlich über eine ganz eigene Art von Sustain verfügt. Level 2 direkt ausgenutzt, die springende Granate auch nochmal Cody-san mit erwischt. Das heißt, da direkt erstmal früh Schaden gegen ihn. Hat ja nicht zuletzt auch Lorans Ring auf Jin dabei, um diese Bouncing Grenade mit auszunutzen. Vorteil natürlich, selbst wenn du einiges kassieren musst, mit einem Bart an deiner Seite hast du einen Heal. Und mit einem Heal hast du grundsätzlich auch Sustain und auch mehr Sustain, wenn der Gegner über keinen Heal verfügt. Zu Beginn tradet Orianna noch ziemlich gut. Das liegt unter anderem auch an ihrem Schild und dadurch, dass sie halt mit ihrem Ball ziemlich gut poken kann. Ab Level 6 wird das Ganze ein bisschen anders. Da wird es dann Corki etwas einfacher haben. Klar, Orianna hat mir ja Shockwave auch nochmal ein gutes Ass im Ärmel, aber Corki mit der Valkyrie halt in der Lage, schnell aus dieser Shockwave zu entkommen. Gleichzeitig kann er mit seinen Raketen immer wieder für einen guten Poke sorgen. Aber das Level 6 dauert es noch ein bisschen. Dann ist er auch gerade erst Level 5 geworden, zumindest auf Seiten von High. Probelta sollte mit dieser Wave auch Level 5 werden, gerade passiert. Den Ward. Sprechen sollte Probelta da also safe sein und ist auch gut positioniert. Wave ist sowieso mehr oder weniger in ihn reingepusht. Nicht wenig Damage gegen Cody-san, aber man hat ja auch eine gute CC-Chain. Das muss man sagen, ist das Starke an so einer Jin Morgana-Lane. Du hast die große Reichweite, viel CC und Follow-up vor allem. Trifft halt das Jin-W und Snare-Team trifft auch das Morgana-Q und umgekehrt. Und das bekommt ihr Olle gerade zu spüren. Flash sogar, Ignite ist auf ihn. Lamination da direkt viel investiert. Olle musste in Anführungsstrichen nur flashen. Oh Gott, der steht da immer noch. Mit verdammt wem nicht leben. Schön nochmal die Heilung einsammeln und dann Base gehen. Aber nun gut, ein Ebener von Balls, um sich hier den Backport zu sichern. Das Ganze hier für den Wave Clear, Flame. Kann das Ganze nicht so einfach tun. Muss natürlich auch aufpassen, also wenn da jetzt so ein Teleport von Balls kommt, den dann da rein drückt, na, geht sogar zu Fuß, also gibt den Teleport dafür nicht her. So hätte er natürlich Flame nochmal ein bisschen Farm verlieren lassen können.
gespielt ist, aber weniger aggressiv und ein bisschen teamorientierter. Man kann natürlich das Teleport hart für die Lane ausnutzen in solchen Situationen oder man kann natürlich sich den Teleport aufheben für den etwaigen Teamfight. Meistens ist Letzteres auch wertvoller. Cody ist dann jetzt mit noch mehr Sustain durch das vampirische Zepter. Moon kommt, hat Level 6. Aber schafft es nicht in Reichweite. Man hat ihn da erahnen können. So, heißt natürlich, du hast Heal, du hast gleichzeitig Lifesteal. Entsprechend also gut aufgestellt, wenn es darum geht, möglichst lange auf dieser Lane auszuhalten. Kalista holt direkt, um ihn aus der Djinn-Ult hier zu befreien. Und in der Mitte geht's ab. Smitty ist da mit Pobelta und das war's für Ai. First Blood für Pobelta. Starker Gank von Smitty. Wahrscheinlich mit dem Flash Bauchhammer. Kamera schaltete erst relativ spät drauf. Aber Flash auf Cooldown bei Smitty lässt genau diesen Tatergang hier vermuten. Bart Ultimate geflasht von Lamination. Das wäre sonst auch wahrscheinlich hier sein Tod gewesen. Smitty auf der Bot-Side. Ja. Flash Bauchhammer Ultimate schleudert ihn rein und da weißt du noch, hi, okay. Da brauchst du nicht mehr flashen, da kommst du nicht mehr lebend raus. Richtige Entscheidung. Bekommt gerade den Blue-Buff natürlich zugeschustert, ohne Frage. In der Zwischenzeit allerdings die Immortals dran, diesen Meeressachen zu nehmen. Sie haben das First Blood bekommen, den wirklichen Goldvorteil haben sie dadurch jetzt nicht. Das liegt mitunter auch an den Farm-Defensen auf der AD Carry, aber auch auf der Top-Lane-Position. Passive Valkyrie hier eher Wave-Clear-technisch eingesetzt. Bevor sie dann natürlich endgültig ausläuft. Pobelta gegen Hai auch mit dem Hextrinker. Das heißt, Stärke der Reinigkeit verzögert sich auch Corki ein Stück weit. Das heißt, da hat er etwas später seinen Power Spike. Wenn wir über Power Spikes reden, müssen wir natürlich auch Wild Turtle anführen, der sich hier anders als wir das in den Spielen zuvor gesehen haben, nicht für Draktar entschieden hat, sondern tatsächlich für die Geistesklinge. Smitty jetzt unterwegs. Flash von Balls, gut gemacht. Dann der Einebner. Smitty dadurch die Ultimate nicht gut platzieren können. Aber man kann den Turm pushen. Wird allerdings wahrscheinlich nicht reichen, den Turm zu bekommen. Moon ist unterwegs. Und die Wave auch nicht groß genug.
Hätte man natürlich ein Stück weit gefährlicher spielen können, gar keine Frage. Jetzt der Engage-Versuch von Moon. So, aber trotzdem, erster Turm geht hier tatsächlich für FlyQuest, und zwar auf der Bot-Side, die hier goldtechnisch in vorne, in Führung gehen. Gleichzeitig allerdings Bart Ultimate, Cody Sun flasht hier weg, Wild Turtle hinterher bekommt ihn, aber Olle bekommt dafür noch Wild Turtle, währenddessen Lamination im Duell mit Olle, magische Reise, die sollte man nicht folgen, denn am anderen Ende wartet hier Pobelta. Insgesamt gar kein so schlechter Tausch für FlyQuest, Thema FlyQuest, Balls dafür ein Bedrängnis, der hat kein Flash mehr, der wird abgeholt. Die Morgana Back Shield auf Wild Turtle war, ist hier auf jeden Fall wert. Aber ja, FlyQuest mit dem ersten Turm Gold. Trotzdem auch hier die Golddifferenz nicht allzu riesig. Gefällt mir aber gut, dass FlyQuest sich hier nicht aufgibt. Im Gegenteil, jetzt auch noch weiter die Botlane auf die Toplane rotiert, um dort jetzt diesen nächsten Turm in Angriff zu nehmen. Das wird Flame natürlich auf Dauer alleine nicht verteidigen können. Das heißt, die Immortals muss entweder nachrotieren oder man tauscht halt Turm für Turm. Ist da aber schon mit einem Turm im Nachteil. Insofern wird es da tendenziell eher schwierig. Smitty kommt mit dazu. Während Cody Sun noch relativ weit weg ist, der muss noch laufen. Ist halt auch niemand auf der Bot-Seite. Also Immortals ist da rotationstechnisch jeweils hinterher. So, jetzt Smitty mit Olle zusammen unterwegs. Flame über die Ultimate segelt da komplett vorbei am Leben. Und Cody ist dann angegangen von Moon. Der burstet den um. Ui, das war nicht gut. Shockwave, Einebner. FlyQuest wehrt sich hier, bekommt auch Flame, ironischerweise mit dem Flammenwerfer, Olle abgeräumt und das ging hier total in die Hose. Immortals mit dem Versuch, aber FlyQuest hier mit einem dicken Ausrufezeichen. 4:1 der Trade für sie und der Turm nochmal oben drauf und plötzlich ist hier FlyQuest vorne. Dazu kommt der Herald. Das müssen wir uns nochmal in der Wiederholung anschauen, aber die Klett Ultimate war tatsächlich wirklich komplett daneben. Dazu jetzt nochmal Hai, der nicht wenig Damage an den Midlane-Turm bekommt. Nicht sauber gesmited, aber hey. Das ist auf jeden Fall das schwächste Immortals seit diesem Best of 3. Sowohl das Spiel, was sie verloren haben, auch da waren sie besser. Also hier ist Smitty mit dem Engage, Wilder macht das gut, ab in den Busch. Jetzt guckt euch mal die Klett-Ultimate an. Flame so einfach dran vorbeirollen. Lamination braucht man lange für, während in der Zwischenzeit Cody Sun einfach aus dem Weg räumt wird. Hai, der dazukommt. Und dann halt ein guter Einsatz der Ultimates. Wild Turtle und Hai, die sich da zusammen gut erwehren können. Hai auch ein großer Faktor mit seinen Schilden. Aber weiter geht's. Er kann gleich wieder aufmachen. Schon halbe Leiste wieder bei Flame. Da kommt Moon. Knock up und das war's. Flame abgeholt. Immortals zumindest mit dem zweiten Drachen jetzt. Allerdings auch das wieder nur in Anführungsstrichen Mias Drache. Herald dafür auf der Toplane. Wo man halt merkt, okay, die haben den Drachen genommen. Das heißt, die können nicht Toplane sein. Also Herald Toplane und der charge an diesen Turm und macht nicht wenig Schaden. Niemand ist da
an der Top-Lane. Das heißt, Daryl kann da ganz alleine unglaublich viele Autotakes auf diesen Turm setzen. Schau ich das mal an, wie viel Damage du quasi bekommst und da ist halt nicht mal jemand dabei. Ein Viertel Leben weniger noch. Gold nach 18 Minuten. Das ist auch ein sehr, sehr guter Vorsprung im Übrigen. Vor allem mit so einer Combo, die so viel Teamfight-Potenzial hat und so starke Ultimates hat. Also da hat eben Mortals auch ihre Lanes überhaupt nicht ausspielen können. Jetzt fällt noch der Midlane-Turm und der Vorsprung wächst weiter. Schauen wir uns mal die Goldunterschiede an. Vor allem auf der AD-Carry-Position ist White Turtle halt deutlich vorne. Er hat schon zwei Items fertig im Gegensatz zu Cody Sun. Es wird auch der Tier-2-Turm schon gepinkt seitens FlyQuest, also den will man haben. Währenddessen soll der Balls gedive werden, der kann den einen eben ersetzen. Flash hat er auch noch, wird exhausted sogar. Währenddessen boilert der Turm hier weiter auch gegen Flame und Moon ist zu Hilfe geeilt. Währenddessen allerdings hat man sogar High bekommen auf der Midlane. Unterm Strich hat FlyQuest dennoch den Turm aufstauben können. Er hat zwar nicht mehr viel Leben, aber zwei Kills für den Turm ist immer noch okay. Wenn sich da jetzt nicht noch mehr draus entwickelt. Zugegeben, der Top-Lane-Turm hatte eh nicht mehr viel Leben. Aber hier nochmal die Situation um High. Flash engage von Smitty mit der Ultimate. Das High da nochmal flasht. Gott, der kriegt ja mit der Shockwave beinahe noch Ole und Cody Sun. Also wenn da einer mehr gewesen wäre, so eine Shockwave, da sieht man, was für ein Potenzial so eine Orianna später hat. Vor allem da Immortals auch gut squishy Targets am Start hat. Stealt hier nochmal den Raptoren mit dem Q. Also langsam rückt der Baron natürlich so ein Stück weit in den Fokus. Mit solchen krassen Teamfight-Ultimates wie FlyQuest, die hat natürlich nochmal umso mehr. Gerade nochmal Base gegangen. Wichtig ist jetzt diese Sichtkontrolle hier zu behalten, zu behaupten seitens FlyQuest. Die Immortals da keine Möglichkeit zu geben, sich dort zu positionieren. Okay, neuer Versuch, Stundenglas und Einebner sollen Balls hier schützen. Flammenwerfer, aber im Endeffekt
Trotzdem gegen zwei Mann keine Chance hier. Tut ein bisschen leid, Balls, wie er hier immer wieder gedived wird. Aber du kannst halt mit Klett tatsächlich sehr gut diven. Wie gesagt, wenn du abmountest, verlierst du auch die Turm-Aggro. Einer der Gründe, was Klett halt auch sehr, sehr gut macht für Dives. Genauso allerdings auch gegen Dives. Das könnte Immortus hier wieder zu einem Glanz verhelfen. Wild Turtle und Moon sind unterwegs, wollen das nicht auf sich sitzen lassen. Moon kommt ja der Engage auf Pobelta. Kataklysmus schon mal raus. Jin's Nair trifft nicht. Natürlich so ein bisschen abzusehen. Und im Idealfall setzt man den Kataklysmus auch erst, wenn die Valkyrie raus ist. Das heißt, man muss schauen, dass man sie irgendwie rausbaitet. Oh, Cody Sun. Beinahe sogar noch abgebrochen. Der Big Porter war nur beinahe. Gleich wird es nur zum Umstand und holt sich ihren ersten Drachen, aber auch das nur ein Wolkendrache. Währenddessen will ich gar nicht wissen, was da schon wieder für Team im Twitch-Chat am Start sind. So, Pobelta bekommt jetzt auch den Top-Lane-Turm, also langsam kommt Immortals tatsächlich dran, weil FlyQuest es auch gerade versäumt hat, diesen Goldvorsprung, den sie hatten, weiter auszubauen und damit Möglichkeiten zu erzwingen. Damit nur noch 2000 Gold nach 24 Minuten. Manchmal muss man einfach so ein bisschen auch den Mut haben, so einen Baron Call zu starten. Und wenn es dann nur ist, um den Teamfight im Anschluss zu bekommen mit dem Goldvorsprung, den du halt hast. So wiederholt sich. Das wiederholt sich. Also wir sehen die letzten 5 Minuten. Nichts anderes als das Balls, der hier die ganze Zeit gedived wird. Diesmal ist allerdings White Turtle mit dabei. Es macht halt... Oh Gott, das macht halt trotzdem keinen Unterschied. Der stirbt hier auch, nutzt beide Summoners. Ich habe hier ein Déjà-vu. Immortals macht 5 Minuten nichts anderes als Dive Balls und FlyQuest guckt zu. Was ist denn los mit euch, FlyQuest? Nächster Turm down. Damit jetzt schon fast wieder goldtechnisch ausgeglichen. Ein Turm lediglich macht den Unterschied noch. So, Bard Ultimate trifft Lamination. Mitty jetzt mit dem Engage auf diesen. Und Moon währenddessen auf Pobelta. Die Valkyrie nicht ganz so optimal, aber der Damage mitgebracht. Flash jetzt raus. Moon ist down. Balls allerdings auch. Und weiter geht's. Hi, jetzt wird einer auf dem anderen abgeräumt. Hi, keine Chance hier, das zu überleben. Immortals, dickes, dickes Ausrufezeichen, dickes Comeback. White Turtle, den nimmt's auch noch mit. Damit ist es das Ace. Und damit auch der Midlane-Turm und auch der Baron. So, alle machen den Baron und Pobelta sagt, gut, wir haben eh das Ace, dann nehme ich auch noch den Midlane-Turm mit. Sollte reichen vom Damage her und recht hat er. Also das war echt nicht gut von FlyQuest und das ist halt schon... Stell dir vor, du bist halt 4.000, 5.000, 6.000 Gold vorne und Immortals verfolgt eine Strategie, Dive Balls, und kommt damit zurück. Der arme Balls kann da nicht mal was für, aber... Ich meine, das klappt einmal, aber dann zweimal, dreimal und jetzt dieser Teamfight, den Immortals auch deutlich besser spielt. Hi, kommt er auch erst sehr spät dran, das ganze Team schon down, hat sowieso kein Mana mehr.
um da überhaupt nützlich zu sein. Wird abgeräumt, Wild Turtle gar nicht beim Team gewesen. Und dass er da nochmal reinläuft, Wild Turtle, war auch ein dicker, dicker Fehler von ihm. Also da hätte er niemals reinlaufen dürfen. Der Fight war quasi schon over und Wild Turtle sagt, alles klar, Leute, ich bin jetzt auch und da und will Party machen. Kalista Ult rettet gerade Ole, währenddessen Bart Ultimate trifft Balls. Viele Speere in Moon drin, Smitty an Lamination dran. Jetzt die Gragas Ultimate schmeißt Balls sogar noch raus aus diesem Radius. Darf allerdings dann Lamination erhalten. Top-Lane-Turm eingerissen. Weiter geht's. Schaut euch mal diese Golddifferenz an, also diesen Graphen, binnen kürzester Zeit halt. Wobei halt FlyQuest so lange eben nichts mit ihrer Führung gemacht hat. Und jetzt, wenn sie nicht wollen, dann übernimmt man natürlich das Zepter seitens Immortals. Klett Ultimate, nächster Dive diesmal gegen Wild Turtle. Der zieht hier und stirbt halt trotzdem. Weiter geht's gegen Flame, der wird gleich abmounten, aber das kann ihm egal sein. Er wird nicht mehr abmounten, jetzt mountet er ab. Shockwave gegen zwei Mann, aber ist egal, Double Kill Ole. Und der Damage, der hier einfach von Corki reinkommt, das ist der Wahnsinn, das ist vorbei. Das war's jetzt. Wieder mal das Ace. Und das binnen so kurzer Zeit, also Immortals dreht dieses Spiel komplett. Und das hätte FlyQuest hier durchaus auch landen können, aber viel zu passiv über weite Strecken dann. Wussten nicht, wie sie das Game weiterspielen und das ist die Quittung. Immortals gewinnt dieses Spiel 2:1. Aber das war eine schwierige Geburt. Zumal das auch ihr schwächstes Spiel war. Darauf erstmal einen Schluck. So, natürlich nochmal abklatschen mit den Fans. Aber im Endeffekt sind sie auch das bessere Team. Dass FlyQuest hier verliert, war jetzt weniger eine Überraschung als solche. Nichtsdestotrotz ist es halt besonders ärgerlich für sie, weil hier hätte mehr drin sein können. Heute, da hätte echt mehr drin sein können. Und damit war's das. Damit sind wir durch. Und nehmt's mir nicht übel, wenn ich jetzt nicht nochmal eine lange Ansprache halte, aber ich bin schweinemüde. Ich bin echt durch. Ich werde jetzt einfach ins Bett gehen. Ich freue mich so sehr drauf. Ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal aufs Bett so sehr gefreut habe. Ja, und dann einfach rein. Einfach engage. Ah, oh, das waren echt. Heute war ein harter, anstrengender Tag und ein langer Tag. Vor allem nach gestern. Aber ich habe es überlebt. Und ich bin nicht eingeschlafen. Das bin ich noch nie. Ja, wenn ich was in die Hand nehme, dann ziehe ich das auch durch. Ja, wenn dann wird durchgezogen. Immer bis zum Schluss. In dem Sinne. Schlaf gut. Und wir sehen uns morgen wieder. Zum Kochstream hoffe ich. Und danach in der LCS. Aber diesmal habe ich ein bisschen mehr Schlaf dazwischen. Weil es halt nicht 6 Uhr ist, sondern nur 2:30. Haut's rein. Macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's!